Hallo Bayern, steht ja auch manchmal ratlos vor den Fahrkartenautomaten und wisst nicht, welches Ticket ihr lösen sollt? Fünferkarten sind meist im Verhältnis günstiger als Einzelfahrkarten, aber teurer als Monatskarten. Wenn ihr vor 9 Uhr fahrt, wird es billiger. Für Personen über 60 ist es auch günstiger. Es gibt Ringe, Zonen, Einzel-Mehrfachfahrkarten und Zeittickets. Und zur Krönung auch noch die Streifenkarte. Da staunt der Nürnberger in München und umgekehrt nicht schlecht, wenn er vor dem Fahrkartenautomaten steht. Unser öffentlicher Personennah- und Fernverkehr ist extrem kompliziert, was die Tarife angeht. Das System ist außerdem störungsanfällig und führt immer wieder zu Verspätungen im Betriebsablauf, was weniger attraktiv für die Nutzer ist. In vielen asiatischen Ländern sieht es anders aus. Zum Beispiel in Singapur. Dort kauft man sich eine wiederaufladbare Magnetkarte, man fährt zum Einheitstarif, das Ticket ist günstiger als bei uns und man hat sogar noch WLAN in den Zügen. Das ist wirklich ein attraktives Angebot für die Pendler. Es ist doch absurd, dass wir in Bayern von Funkloch zu Funkloch fahren, wenn wir im Zug unterwegs sind. Das wollen wir Grüne ändern. Wir möchten einen einheitlichen Tarif für ganz Bayern. Wir möchten eine Mobilitätsgarantie für unser Land. Jede Stunde ein Angebot in ganz Bayern. Und wir möchten vor allem eins, Mobilfunk und WLAN in den Zügen. Dann macht Bahnfahren wieder Spaß und es wird besser. Dann steigen hoffentlich mehr Menschen in Bayern um auf Bus und Bahn. Was muss sich für dich ändern, damit du dein Auto öfter stehen lässt und mehr Bus und Bahn benutzt?